Jo moin, heute Clash Radio gibt es das Doppelhüttendeck von Schwarzen, was er in der CL in der 20.000 Dollar Competition gespielt hat und sogar mit gewonnen hat. Dieses Deck ist einfach unfassbar stark. Mother Witch, Ebabs, die zwei besten Karten in Clash Royale. Doppel hat Poison wird nicht wirklich viel gespielt. Und dieses Deck ist wirklich extrem stark. Man hat keine Win Condition, aber ich werde euch heute zeigen, wie ihr trotzdem Türme innerhalb von Sekunden bekommen könnt. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale Content auf den Kanal verpassen wollt, lasst sehr genau noch oben da. Abonniert gerne auch den Kanal für mehr Content. Und ich würde sagen, benutzt gerne Creator Good Mode Shop, by the way. Alle 7 Tage neu eintragen. Einfach Creator Good Mode eintragen. Wenn ihr euch was im Battle Pass oder im Shop holen wollt, funktioniert auch in Clash of Clans und Clash Royale und Brawl Stars und Heyday. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, viel Spaß mit den Games. Ich habe unfassbar Bock. Lasst uns ein paar Wins bekommen und ein paar Gegner abfacken mit Doppelhut. So, jetzt sind wir im ersten Game gegen Benja Clash. Und warum ich eine GC spiele? Folgender Grund. Ich bin gerade Platz 1 der Welt in Ladder. Haben da gestern im Stream Platz 1 der Welt geschafft. Also seid euch seid euch sicher, folgt mir da unbedingt auf Twitch, wenn ihr da diese Live-Ladder-Pushes auf Platz 1 der Welt nicht verpassen wollt. Sind jeden Tag live ab 19:30 Uhr. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Braucht kein Konto, einfach draufklicken. Ich lade auch immer eine YouTube-Ankündigung hoch, also nur damit ihr es nicht verpassen wollt. So, ich bin gespannt mal, was er hier spielt. Natürlich, dieses Deck ist funktioniert sehr, sehr simpel. Wir wollen in Single-Leg-Style versuchen, die Hut zu stacken. Wollen rausfinden, was er spielt. Und natürlich, wir haben so unfassbar viel Poison. Bait. Wir haben die Flying Machine, wir haben die Mother Witch und dazu haben wir natürlich noch Kollege, ja, und die Harz natürlich, ne? Jetzt gibt es hier gleich einen Ice Guys, ich hoffe, das reicht aus. Und es reicht aus. Er kriegt jetzt zwar den King Tor aktiviert, aber natürlich, er hat Bowler. Wir haben nicht so viel gegen, Ballon, ist ja klar, wir haben die Flying Machine, wir haben die Mother Witch, die Hütten sind jetzt nicht so krass, weil sie eigentlich One-Shot wären vom Ballon. Aber, und er hat den Bowler in der Defensive, aber ihr werdet sehen, wie wir dieses Game gewinnen werden. Natürlich in Double und Single wollen wir eher die Huts stacken, wir haben keine Winkel in unserem Deck, wir wollen mal ein bisschen chippen. Und dann ab Triple X Zeit haben wir natürlich diesen Hut-Vorteil, wir haben dann hoffentlich ein, zwei Huts auf dem Feld. Und dann geht es wirklich nur darum, Druck zu machen, Ebab-Split zu supporten und ihn einfach zu bridge-spammen. Es ist eine neue Form des No-Win-Condition-Decks, so. Der First sitzt auf jeden Fall auf dem Feld und er muss ihn ja verteidigen. Er kann ihn nicht einfach durchlaufen lassen, obwohl der Ofen ja vor einer langen Zeit Nerf bekommen hat. Jetzt gibt es eine Goblin-Hut nach rechts und ich bin wirklich gespannt, wie er das hier verteidigen will. So, ich weiß noch, wo Trimax 2016 mit diesem Deck gepusht hat. Wer kann sich von euch auch drin erinnern? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. So, jetzt bin ich gespannt, was er hier machen wird. So, jetzt gibt es hier gleich einen Ice Guys. Wir müssen jetzt hier einen Feuerball bringen. Und das meine ich halt, dass wir jetzt nicht besonders viel gegen Kollege Schnürschuh haben, aber wir kriegen so viel Damage, weil Ebabs ja wirklich OP sind, Mother Witch auch OP. In diesem Matchup ist Mother Witch jetzt nicht wirklich der MVP, sind wir ehrlich, weil er den Bowl hat und er hat nicht wirklich eine Spam-Truppe. Aber wenn, sagen wir es mal so, wenn die Ebabs nicht die beste Karte in Clash Royale wären, könnte man überlegen, ob die Mother Witch OP wäre. Das heißt, wir haben Spawner und OP-Karten in dem Deck. Klingt sehr, sehr räudig. So, jetzt würde ich sagen, es gibt jetzt hier die Mother Witch High. Jetzt bin ich gespannt, wie es verteidigen wird. Freeze das? Nee, macht er nicht, deswegen geht's. Klar, wir kriegen den Hit, ja, aber selbst, er hat nicht genug Elixier für die Flying Machine, die ist komplett dran. Und guck ich den Mother Witch an. Leute unterschätzen den Mother Witch Damage. Die Mother Witch besiegt den Baby Dragon fast im 1v1, was unfassbar krass ist. Und jetzt gibt's hier einfach einen Baby Dragon rein. Ich bin mal gespannt, wie er es verteidigen will. Okay, wir gehen jetzt hier mit Ebabs rein. Wir gehen jetzt hier ein bisschen aggressiv. Flying Machine. Er freest jetzt defensiv, wir bringen jetzt einfach einen Feuerball, Feuerball muss kommen, Feuerball kommt und das ist ein easy Defense. Links hat er keine Chance, rechts hat er keine Chance, wir kriegen beide Türme gleichzeitig. Dieses Deck ist einfach unglaublich stark und es ist kein Joke, kein Meme, es gehört zu den besten Decks in Clash Royale zurzeit. So Leute, das ist im nächsten Game hier gegen Odd Boys. Und wenn mir Leute nicht glauben, oh Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Okay, wir predigen einfach mal seine Skellies. Wenn Leute mir nicht glauben wollen, dass dieses Deck eines der besten Decks der Meta ist, Schwarz hat dieses Deck in der CL benutzt, in der 20.000 Dollar Competition für den ersten Platz. Er hat es benutzt, er hat gewonnen. X-Punkt First Play, eine gute Idee, kann man machen. Nicht, wenn der Gewinner nicht Mother Witch Ebabs in der Hand hat. GG's well played, das Game haben wir gewonnen. X-Punkt First Play natürlich ein risky Move, würde ich nicht empfehlen, aber man kann es probieren. Wir hatten die perfekte Antworten, die Mother Witch hat die Bogenschützen gesniped. Viele Leute unterschätzen die Range. Zwei Hoggies gespawnt, Ebabs so OP, kein Ice Golem in Hand. Keine Chance, GG's well played. Aber was ich gerade noch kurz sagen wollte, ist, dass Schwarzen dieses Deck benutzt hat, hat gegen Bob the Rock, einer der besten Spieler der Welt, mit diesem Deck gewonnen gehabt. Es war einfach unfassbar krass. Bob the Rock hatte einen Rekruten-Ballon-Spam-Deck und Schwarz, der Gegner hatte keinen großen Spell und Schwarz hatte irgendwann einfach zwei Furnaces, zwei Goblin Huts auf dem Feld und hat ihn irgendwann niedergespammt mit den ganzen Mother Witches und Ebabs. Also unfassbar stark. Ich würde sagen, dieses Game kann der Gegner eigentlich nicht mehr gewinnen.
Deswegen würde ich sagen, wir cutten den Rest des Games aus und sehen uns im nächsten Game. Bis gleich, Leute. So, wir sind im nächsten Game und ich bin mal gespannt, was der Gegner jetzt hat. Bestes Starting Plays mit dem Deck Ofen Goblin. Schreibt gerne in den Kommentaren, was haltet ihr von diesem Deck? Findet ihr es extrem räuchig oder findet ihr es einfach mal nice, dass so ein Deck, was so lange aus der Meta war, endlich mal wieder Meta ist? Ich bin so ein bisschen... Ich mag dieses Deck zu spielen, ihr könnt es gerne mal austesten. Ich feiere es extrem, dieses Deck zu spielen. Dagegen zu spielen, kann ich nachvollziehen, macht nicht so viel Bock. Und ich glaube, wir spielen hier gegen ein Electro-Giant-Deck. Das wird auf jeden Fall interessant. Der Gegner hat nur den Lightning-Spell. Lightning ist jetzt nicht so gut gegen unser Deck. Ich bin wirklich mal gespannt, wie er das hier clashen wird. Ich würde sagen, das loggen wir einfach mal. Dann gleichzeitig noch unsere ganze Hut überlebt. Natürlich, wir wollen so viel Value wie möglich aus unseren Huts bekommen. Single Elixir Time. Einfache Elixierzeit. Wir werden nicht reingehen, außer der Gegner hat jetzt einen krassen Elixier-Nachteil, er droppt einen Golem nach hinten. Aber normalerweise wollen wir eigentlich in Single Elixir Time nur unsere Hütten setzen. So, jetzt gibt es hier die Flying Machine nach ganz außen. Und jetzt bin ich schon was dabei. Wir bringen jetzt hier mal die E-Buffs hoch. Er fehlt den Tornado, aktiviert den King Tower. Und guckt sich an. Er dachte jetzt, okay. Seine Kobolde hat relativ wenig Leben, aber er muss den Ebab noch verteidigen und so ein Ebab, man denkt immer so, okay, komm, den lassen wir durch für einen Hit. Nee, lieber nicht. Okay, er schreibt doch direkt, ups, King Tower an und wir haben die zweite Hütte auf dem Feld. Das ist immer das Nice, wenn der Gegner reingeht, um eine Hütte zu punishen und es klappt nicht, er kriegt kaum Damage, heißt es, wir haben eine Hütte auf dem Feld und haben gleich direkt die nächste Hütte auf dem Feld. Natürlich Ofen nicht mehr die beste Karte, aber der Gegner muss sie trotzdem noch verteidigen. So, es fühlt sich einfach an wie 2016, wo Trimax einfach gefühlt auf Platz 1 der Welt war, beziehungsweise wirklich immer an den Top-Rang in Deutschland dabei war. Was alles sich in Clash Royale geändert hat, krass, ne? Die Hälfte der Karten in meinem Deck gab es damals gar nicht mal. Es gab keine Log, Flying Machine, Mother Witch, Ice Geist, E-Buffs, die Karten gab es damals alle nicht. Das ist einfach insane, okay. Ice Geist? Ich würde sogar sagen, das ist jetzt wieder so eine Zeit, warum gehe ich jetzt rein? Ich habe ja Flying Machine auf dem Feld, ich habe ganz viele Speargobs auf dem Feld. Und er muss jetzt ein Lightning spielen. Er hat den Lightning sogar halb gemisst. Jetzt muss er ja noch mit denen reingehen. Er muss jetzt eigentlich noch Barbeln. Und jetzt haben wir die nächste Hütte auf dem Feld. Und guck dich rechts an. Das war nur der Ofen. Das war einfach nur der Ofen, der gechippt hat. Leider macht der Brawler. Okay, der Brawler macht keinen Hit. Und klar, Poison ist ganz gut gegen das Deck. Feuerball ist auch ganz gut. Wobei Feuerball eigentlich nur ist gegen diese zwei Karten. Weil gegen die ganzen Spawner willst du nicht unbedingt Feuerball spielen. Also gegen Ofen kannst du Feuerball spielen. Aber bei der Goblin hat, kommen halt noch die Kobolde raus. Aber Lightning? Klar, Lightning ist nice gegen E-Bubs, aber guckt euch an, guckt euch den Damage an. Nur mit den Spawnern. Jetzt gibt es hier eine Flying Machine. Wir haben extra gut gesplittet, dass der Gegner keinen guten Nado bekommt. Und es gibt einen Ice Geist. Klar, er kriegt eine gute Connection. Wir haben jetzt die dritte Hütte auf dem Feld. Wir kriegen jetzt noch einen Hoggy raus. Es ist einfach so unfassbar stark. Können die nächste Hütte spielen. Und wir können es einfach aussuchen, welchen Turm bekommen wir nach einer Zeit. Gegner chancenlos. Natürlich hat er den King Tower am Anfang angemacht, aber selbst mit der King Tower Activation, es macht keinen Unterschied. Er kommt einfach nicht durch. Dieses Deck ist einfach zu nice. Wir können jetzt mit der Flying Machine pressuren. Jetzt gibt es den Ice Blitz, jetzt gibt es den Log. Dieses Deck, Leute. Dieses Deck. Nächster Ofen rein. Flying Machine ist am Turm. Dieses, so ein ähnliches Deck hat damals damals auch Music Master. Also wer sich da noch erinnern kann, ist wirklich ein OG. CCGS World Finals gespielt, aber mit dem MK drin damals. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, könnt ihr euch an die World Finals in CTGS erinnern und könnt ihr euch an das Deck von Music Master erinnern, einfach richtig, richtig geil. So, jetzt bin ich gespannt, letzter E-Giant Push von ihm, jetzt gibt es einfach die nächsten Furnace, ich weiß nicht, wie er durchkommen will durch die ganzen Kobolde. Haben jetzt hier, hatten kurzzeitig drei Ofen auf dem Feld, er muss jetzt hier Lightning, natürlich ganz guter Lightning, aber wir denken uns dann, okay, du kriegst einen guten Lightning, wir bringen die nächste Hütte und ich bin wirklich gespannt, was er machen will. Dann könnt ihr eigentlich anfangen, Feuerball zu cyclen. Jetzt gibt es gleich einen Log und dann geht es eigentlich nur darum, noch die Spell zu zeigen. Der Gegner hat keine Chance. Dieses Deck ist einfach unglaublich stark. GG's, let's go. Ein Game machen wir noch. Dieses Deck ist einfach, es ist ein Witz. Es fühlt sich an wie ein Witz, Leute. So, nächstes Game, letztes Game gegen Osiris. Und ich bin mal gespannt, viele Leute an ihn. Wir starten natürlich wieder mit einem Gebäude. Ofen, da wird sich denken, okay, spielst du Royal Giant, Cage? Nee, Doppelhut, direkt mal reingespielt, können wir machen. Er, 4 für 4, wir investieren jetzt die 5 und jetzt muss er hier ein Lightning werfen. Es sieht nach einem weiteren Electro-Giant-Deck aus und Electro-Giant ist zurzeit das beste Deck oder eins der besten Top-3-Decks in Clash Royale. Und wenn ihr das Deck besiegt mit diesem Deck, dann habt ihr eigentlich schon die halbe Miete. Und ich kann euch jetzt nochmal zeigen, vielleicht ist er jetzt ein bisschen besser als der andere, wie ihr dieses Matchup spielen müsst. So, wir loggen es jetzt einfach.
Jetzt kriegen wir hier, okay, der eine Fire Spirit bringt natürlich nichts. Jetzt bringen wir einfach eine Mother Witch. Grund, warum wir die Mother Witch bringen und nicht die Flying Machine. Die Mother Witch ist einfach ein bisschen langsamer. Und ich möchte nicht wirklich eine schnelle Flying Machine haben, sondern einfach eine günstige, bis jetzt eine langsame Mother Witch. So viel günstiger ist sie jetzt nicht. 4 und 4 nehmen sich jetzt nicht so viel Elixier. Jetzt gibt es den nächsten Furnace. Und jetzt gibt es hier direkt eine Flying Machine rein. Die Flying Machine können wir diesmal etwas höher spielen, damit wir ihm keine Lightning Value geben. Er muss jetzt hier Tornado, was auf jeden Fall nice ist für uns. Ja. Und was ich jetzt hier sehr, sehr nice sehe, ist, dass wir eine Hütte auf dem Feld haben mit halb Leben. Jetzt gehen wir mit einer Kobolde rein. Natürlich kann er das Lightning, wenn er will. Aber würde ich ihm das empfehlen? Er macht es tatsächlich. Er wirft die nächsten Lightning drauf. Kriegt natürlich guten Chip-Damage. Aber wir kriegen auch gleichzeitig Chip-Damage mit den Kobolden. Das heißt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob die Entscheidung so gut war. Ich würde sagen, wir zeigen einfach mal einen Eisgeist. Ich finde es auch so krass, dass Schwarz mit diesem Deck einfach gewonnen. Und diese Balls hat, dieses Deck in Game 3 zu spielen. Also in einem entscheidenden Game gegen Bob the Walk, wo es dann wirklich gefühlt um alles ging. Davor habe ich extrem krassen Respekt. So, Furnace rein. Okay, jetzt bringt er hier den fetten Push. Natürlich versucht er diese Electro-Chinado-Kombi ist ja natürlich komplett OP. Da versucht er natürlich dran zu arbeiten. Er hat nicht so viel gegen die Flying Machine. Deswegen ernähle uns auch direkt. Starker Eisgeist, gute Defense. Und der Ofen steht noch. Er liken das jetzt, das ist sehr, sehr aggressiv. Jetzt gibt es die nächste Hut. Und jetzt haben wir langsam die Position, der wir sein wollen. Elixiervorsprung, Hütte auf dem Feld. Besser geht's nicht. Jetzt gibt es den nächsten Ofen. Wir wollen den Ofen nach rechts spielen, die Kobold nach links. Wir wollen ein bisschen unsere Druck splitten sozusagen. Jetzt gibt es eine Flying Machine. Und da sein Cage aus dem Cycle draußen ist, wir noch eine Flying Machine auf dem Feld haben und den Ofen, würde ich sagen, dass wir einfach mal reingehen. So, jetzt bin ich gespannt. Er muss halt noch relativ teuer verteidigen. Wir kriegen den Flying Machine Hit. Und wir können jetzt eine Goblin Hut spielen, weil wir haben Druck gemacht. Er muss Elixier setzen, was er nicht unbedingt setzen wollte. Und wir hatten damit die Möglichkeit jetzt, haben jetzt die Möglichkeit damit jetzt aggressiv defensiv die nächste Hut zu spielen. So, jetzt macht er das, kann er auf jeden Fall machen. Wir loggen ihn einfach jetzt weg. Klar, er kriegt jetzt vielleicht einen Hit raus. Nee, bekommt er nicht. Und jetzt können wir auf die nächste Goblin Hut spielen. Und das ist halt nice. Verteidigen. Wir spielen eine Hütte. Wir verteidigen, spielen eine Hütte. Wir greifen an, danach spielen wir wieder eine Hütte. Das heißt immer so dieses Chillige. Wir haben so eine starke Defensive und er muss die Hütten halt killen. Und jetzt sind wir in der Position, wir haben drei Hütten auf dem Feld. Er hat kein Lightning im Cycle. Was macht er jetzt eigentlich? Das ist halt einfach so stark. Okay, er bringt das jetzt so. Jetzt können wir noch mit Ebabs Thresher, können wir trotzdem machen. Er muss jetzt den Barbell bringen, die nicht alle Kobolde clearen wird. Und er muss jetzt noch Nado setzen. Jetzt gibt es einfach die nächste Hut. Klar, er versucht uns gerade zu Lightning Cycle, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, er kann, selbst wenn er es jetzt probieren sollte, das ganze Game über, das wird nicht klappen. Flying Machine rein. Er kann jetzt versuchen, wieder Baby Drink zu bringen. Macht er auch. Ich würde sogar actually sagen, dass wir versuchen, eine Mother Witch zu sneaken. Okay, jetzt geht er hier aggressiv mit dem Lightning rein. Und jetzt supporten wir hier. Und jetzt ist die Time to Shine für uns. Jetzt wollen wir das Game hier sehen. So, jetzt gehen wir mit dem Feuerball rein. Wir kriegen jetzt schnell einen Hoggy gespawnt. Und das ist halt das, was ich meine. Jetzt haben wir Elixiervorsprung. Jetzt haben wir die Situation, wo wir wirklich versuchen, das Game zu gewinnen. Klar, bisher, er führt noch mit dem Lightning Cycle. Aber er kann jetzt noch nicht weiterhin immer jede Sekunde die Lightnings übercyceln. So, jetzt gehen wir mit den nächsten E-Bubs rein. Wir pressen jetzt gut an der Brücke. Bringen jetzt hier die Flying Machine. Bringen jetzt hier den Lock rein. Wir bringen jetzt die nächste Mother Witch und es wird auf jeden Fall ein geiles Game oder ein knuspriges Game auf jeden Fall noch. Der Lightning das nämlich jetzt so. Jetzt gibt es die E-Buffs rein. Okay, gucken, was er jetzt macht. Bringen jetzt hier gleich einen Feuerball. Müssen wir versuchen, jetzt Feuerball zu cyclen. Ich denke, es ist relativ obvious in der Situation jetzt. Hat hoch. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwie reicht. Das wäre auf jeden Fall nice. Feuerball rein. Log rein. Wir gewinnen das Spiel. Let's go. Geiles Game. Das ist halt, was ich meinte. Klar, er kann versuchen, Lightnings zu cyclen. Aber irgendwann werde ich ihn bekommen. Ich habe einen schnelleren Cycle als er. Ich spam die E-Bubs. Keine Chance für den Elektro-Riesen. Defensiv spielen und Triple wird einfach gespammt. GG's well played. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Episode. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, um keine weiteren Clash-Reviews zu verpassen. Und ich würde sagen, haut rein. Seht uns heute Abend im Stream. Und ciao.